in der Offensive unterstützen. So. So, ich freue mich unglaublich auf diese Partie, welche jetzt losgeht. Stade Losanouchi, wie gewohnt, in Rot in dieser ersten Halbzeit von rechts. Und ich habe es gesagt, der FCS mit Selbstvertrauen bei Stade Losanouchi war auch schon eine Kampfansage. Will, wenn möglich, klar, welcher Trainer will das nicht, aber ich bin auch heute zwischen den Pfosten, wie schon im letzten Spiel. Murat Yakin hat mir auch vor der Partie gesagt, er hätte auch mehr gespielt. Der Militär, viel Platz auf der rechten Seite wird auch gesehen. Bedingte Nicht-Nomination auf Seiten des FC Schaffhausen heute. Paulinho und Sangonessar wegen Verletzungen nicht mit dabei. In der gegnerischen Platzhälfte drin. Nun scheint es, als hätten die Munotstädter den richtigen Schlüssel noch nicht gefunden, um hier. Traf in Minute 12. Lika. Heute der achte Versuch, um die Wattländer endlich mal zu bezwingen. Bisher gab es 3 Unentschieden, 4 Niederlagen. Und somit die Aufholbemühungen erst einmal so richtig über den Haufen geworfen. Kein Abseits. Einen gültigen Kontrakt bis Ende Saison 2022. Ndongo. Aslani. Großartige Bilanz zuletzt für den 26-jährigen Brasilianer, der zuvor so sehr enttäuschte, hat seine Form unter der taktischen Ausrichtung wie am letzten Freitag in Thun. 3 Innenverteidiger mit Rutis, mit Rüfli und mit in der Defensive und Schneuli in der Offensive. Vier Tore hat er bislang erzielt in dieser Saison, dieser Petar Pusic. Zeki Amduni, Spieler mit der Nummer 25 bei Uschi, sowas wie der Mann der Stunde. Hammel übrigens ein ganz junger Torhüter, erst 20-jährig. Spielt auch heute aufgrund der Verletzung von Danny da Costa. Wenig Platz vorhanden im Mittelfeld. Und jetzt vielleicht Nikola Georgiev. Steckt durch. Etwas zu ungenau. Dann kommt Pusic. Und dann fliegt getroffen. Einmal im Köpf. Beim 2:0-Sieg gegen Lausanne-Sport. Und auch heute trifft er schon wieder. Er die weitere Torecke anpeilte. Im Schluss fehlten ein paar Zentimeter für den 20-Jährigen. Fela Rutis, gut antizipiert von den Hoppers. Nächste Möglichkeit, auch dieser Schuss wird geblockt.
versuchen in der eigenen Platzhälfte solid und gut organisiert zu stehen. Christian Schneuli, dann Rafidin Abdullah, wieder Schneuli. Schön zu sehen jetzt, wie die Zürcher die Räume zustellen. Uschi deshalb Becky Amdouni bereits wieder herangebraust kam. Kein Foulspiel von Rafidin Abdullah. Der steckt durch und im letzten Moment Becky Amdouni bereits wieder herangebraust kam. Kein Foulspiel von Rafidin Abdullah. Der steckt durch und im letzten Moment her gegen Giovanni Bamba. Ich habe es eingangs der Partie angesprochen, viel Wucht in diesem zentralen Mittelfeld von Uschi, eben mit Bamba und mit Rafidin Abdullah. Das ist Rafidin Abdullah. Dann Aslani. Ein Römi war das Minimalziel von Pereira und das könnte man erreichen. Detta. Thank you.
Come on.
Wenzel.